Zu diesem wunderbaren Haus gehören natürlich zwei Menschen, die darauf Acht geben, dass alles gehegt, alles gepflegt wird. Und das ist das Eigentümer-Ehepaar Frau Burkhardt und Christel Stremitzer. Und ich mache das mal ganz uncharmant, Frau Stremitzer. Ich fange mal mit Ihrem Mann an. Denn es geht natürlich auch bei einem solchen Haus wahnsinnig stark um die Geschichte. Also was steckt hinter diesem Hotel? Ja, es hat schon im Jahre 1461 hier ein Gasthaus gegeben. Das hat man noch erfahren können aus den Annalen. Und seit 245 Jahren ist schon unsere Familie drauf. Wir haben im Jahre 64 geheiratet und haben dann einiges dank auch der damaligen Gäste, die immer wieder gekommen sind und Wünsche geäußert haben, immer wieder Sachen dazu gemacht, weil für uns war der Gästewunsch immer sehr wichtig. Wir haben mit 15 Betten angefangen, jetzt haben wir fast 300. Das hat sich einfach so ergeben und da haben wir halt, natürlich sind wir immer mit der Zeit gegangen, aber wollten auf keinen Fall die Tradition vergessen und die haben wir beibehalten und heute sind wir ein Betrieb mit einer großen Vielfalt und wir versuchen Gemütlichkeit zu vermitteln und natürlich die Qualität. Frau Stremitzer, ich bin jetzt in Ihrem Haus unterwegs gewesen. Ich habe bei Ihnen gefrühstückt, ich habe zu Abend gegessen. Ich habe einfach auch mal so ein kleines bisschen das Flair eingeatmet. Und man merkt doch eins, die gute Seele des Hauses ist allgegenwärtig. Und da spreche ich Sie ganz direkt auch sehr, sehr gerne an. Wir haben jetzt gerade gehört, es ist einiges an Fortschritt vonstatten gegangen. Es wurden Dinge verändert, man ist mit der Zeit gegangen. Sie haben die letzten 44 Jahre genau diese Schritte mitgemacht. Was waren die prägendsten bzw. was waren die einschneidendsten, gravierendsten Veränderungen hier? Ja, wir haben immer wieder was dazu gebaut, immer wieder modernisiertere Zimmer gemacht und dann natürlich auch Wellness ist dann ganz wichtig geworden und immer wieder Schritt für Schritt, immer um es den Gästen angenehmer zu machen, dass sie wieder gerne zu uns kommen und die Neuerungen begutachten. Und das letzte war das Biohaus mit diesen Stuben, wo sich die Gäste wirklich sehr wohl fühlen. Und wir sind immer überall drauf und dran, dass es alles, dass wir alles tun können für unsere Gäste, zu ihrem Wohlbefinden, dass sie sich wirklich hier gut erholen. Und vor allem wird bei uns die gute Küche geschätzt mit den vielen Speisen zur Auswahl. Wir bieten immer 7 Vorspeisen und 7 Hauptspeisen an bei jeder Mahlzeit und das vergessen die Gäste nie. Und wenn sie auch sagen, ich komme nie zweimal ins selbe Haus und bei Ihnen waren wir schon 5, 6 Mal, die anderen schon 40 Jahre und so weiter. Das gibt uns immer wieder Kraft und wir sind gerne in diesem Beruf und sind gerne für die Gäste da. Das hat man heute wieder gesehen, denn heute Morgen saß ich beim Frühstück hier und da hat sich eine Dame verabschiedet, die sagte, ich habe sie angesprochen, weil ich gemerkt habe, das ist wirklich ein Stammgast gewesen. Und die sagte dann, ich komme jetzt mittlerweile seit 36 Jahren hier hin und für mich gibt es mittlerweile kein anderes Hotel mehr. Das ist einfach Familie geworden. Sind es mittlerweile auch schon, da richte ich gerne nochmal die Frage an Sie, Frau Stremitzer, sind es mittlerweile wirklich Generationen, die das Hause Stremitzer, die natürlich hier den grünen Baum und alles, was dazugehört, ja, bewohnt haben? Ja, es sind Generationen. Also ich kenne viele schon, die in der dritten Generation kommen und es freut mich immer wieder. Und wir sind wirklich eine große Familie. Nicht nur die Stammgäste, sondern auch die treuen Mitarbeiter, die wir schon seit vielen Jahren haben, 20 und über 30 Jahre, das schätzen auch die Gäste sehr, weil sie immer wieder dieselben Leute sehen und sich wirklich dann zu Hause fühlen. Das ist es, man kommt in den Urlaub und man kommt trotzdem nach Hause. Ich meine, wenn man diesen Punkt erreicht hat, dann hat man normalerweise keine großartigen Wünsche mehr. Man hat ein Hotel, das wunderbar funktioniert, man ist mit der Zeit gegangen und trotzdem redet natürlich die ganze Welt, gerade so in den letzten Jahren, über Ökobau, über Umweltschutz. Es muss was getan werden, Fortschritt, wir gehen nach vorne, wir wollen was bewegen. Herr Stremitzer, das ist, wenn ich das einfach mal so lapidar sagen darf, für Sie ein alter Hut eigentlich, oder? Denn Sie treiben das ja schon seit geraumer Zeit.
Ja, das ist richtig. Wir haben bereits 1999, als wir die Residenz Gasser erweitert haben, diese Erweiterung alle aus Holz gemacht, ganz eco und natürlich auch Klimaschutz. Damals hat man noch keine Auszeichnungen bekommen, da war es noch nicht so organisiert. Aber dieser Standard ist schon da und wie wir natürlich angefangen haben, im Jahre 2005 dieses Biohaus zu machen, wo wir sitzen. Und als erster gastgewerblicher Betrieb in Südtirol die Klasse A bekommen haben. Das heißt, dass wir nur 29% der normalen Energie brauchen, war uns das schon immer ein großes Anliegen und die Gäste schätzen es auch und wir tun der Umwelt etwas Gutes. Das ist natürlich was Hervorragendes, denn man muss es ganz klar sagen, Umweltschutz groß geschrieben, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, man hat keine Auszeichnung dafür bekommen, aber ist es nicht umso schöner wirklich zu sagen, man hat es geschafft, Tradition, Moderne und vor allem nicht nur Moderne, sondern Fortschritt unter einen Hut zu bringen? Ja, das ist richtig. Ja, ja. Und wir sind glücklich darüber. Und ich freue mich über jeden Tag, wenn ich den Gästen begegne, die so zufrieden sind, die sich einfach wohlfühlen bei uns. Und also das ist für mich jeden Tag Urlaub. Das könnte man normalerweise als Abschlussstatement stehen lassen, aber ich sehe die ganze Zeit da unten, weil eine Anekdote aus dem Hause Stremetzer müssen wir definitiv hier noch ganz kurz kundtun. Also so viel Zeit muss sein. Herr Stremetzer, Sie haben da gerade einen Hocker neben sich stehen. Das ist jetzt nicht, weil Sie gleich die Füße hochlegen wollen. Nehmen Sie ihn ruhig mal in die Hand. Oder wird er nicht mehr berührt? Doch schon, gell? Kleine Anekdote zu diesem Hocker. Also der ist jetzt nicht irgendwie, mit den Füßen geschnitzt worden, sondern da ist was ganz, ganz anderes mit geschehen. Erzählen Sie mal bitte ganz kurz, Herr Stremetzer. Ja, als vor 2 Jahren im Sommer Papst Benedikt hier angereist ist und im Priesterseminar gewohnt hat. Da hat man ein neues Bad für ihn gemacht, aber nicht daran gedacht, dass er nicht so hoch steigen kann. Es war ein Einstieg, der ziemlich hoch war. Dann sind sie an diesem Abend ganz verzweifelt vor uns gekommen, ob wir ihnen nicht einen Hocker leihen könnten. Nicht? Und den haben wir dann während der ganzen Aufenthalt gerne gemacht und das war dieser Hocker. Und da ist der Papst Benedikt jeden Tag draufgestiegen. Und den schätzen wir besonders. Wir haben auch noch nie abgewischt. Das ist ja schön. Deswegen habe ich Sie auch gerade nicht gesehen. Die Staubwolke, das ist der Wahnsinn. So, also, liebe Gäste, die Sie eben, dieses wunderbare Ehepaar, das mit so viel Leidenschaft dabei ist, schon kennen, die sich jetzt freuen, diese Bilder gesehen zu haben, die grüßen wir natürlich auf diesem Wege ganz recht herzlich und vielleicht gewinnen wir eben durch einen solchen Film und durch ein solches Interview, ein solches Gespräch einfach neue Gäste, die dann eben auch als Gast kommen, als Freund gehen. Das wäre natürlich das, was wir uns wünschen und dementsprechend wünsche ich Ihnen von meiner Seite hier in diesem Haus, denn dafür kann ich garantieren, einen wunderschönen Aufenthalt, einen tollen Urlaub. Und was mir kürzlich ein Gast geschrieben hat, wer einmal nur in Brixen war, der kommt hier gerne wieder, jedes Jahr.